Moin zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. Ja, ich stehe hier noch gerade auf dem Dach. Ich bin nämlich einfach mal so in eine Garage reinspaziert und ja, da bin ich mir schon hochgekraxelt und zack, hier bin ich. Und zack, sind wir schon wieder in einem nächsten Baubereich, hätte ich fast gesagt, in einem nächsten Haus hier. In einem nächsten potenziellen Questgebäude. Komme ich hier nicht rein, sag mal? Oder muss ich mich da erstmal reinprügeln wieder? Oder muss ich das mal wieder reinprügeln? Ach, das Holz. Na gut. Kandidaten. Doch, zack. Und Levelaufstieg. Genau, brav. So gehört sich das. Können wir die stacken? Die können wir stacken. Das zerlegen. Das andere können wir stacken. Das lassen wir mal. Hallo. Au, das Hirn weggebügelt. Oh, mal einer dran. Bleib mal gleich liegen. Oh, auch weg. Sehr schön. Ich will ja erstmal nach Büchern gucken. Na komm, zu Papi. Hör wieder ordentlich ab hier, du. Wo seid ihr am Kraxeln? Seid ihr draußen am Kraxeln? Ne, unten seid ihr, glaube ich. Okay. Wollte schon sagen, wo sind die jetzt längst gegangen? Da wollen wir natürlich nicht lang. Dass ich mich natürlich wieder auf sowas einlasse, ne? Ich muss natürlich wieder irgendwo hingehen. Obwohl ich sage, ja, ich gehe zum Händler. Ja, genau. Okay, da war tatsächlich mal keiner drin. Aber Munition ist mir eh viel lieber. Aber ich kann natürlich wieder nichts mitnehmen. Ich kann nichts mitnehmen. Mal für Recht und Ordnung sorgen hier. Brauchen wir nicht. Legen wir. Hier klötet das überall. Das macht mich ein bisschen nervös. Auch niemand dran. Hier geht's nochmal in den Keller. Ach, grüne Neue. Wir haben ja sonst nichts zu tun hier. Wir müssen auf jeden Fall nochmal wieder herkommen, weil... Ja, ihr seht es ja selber. So, einmal kurz noch ein bisschen was futtern. So. Was soll ich dir ein bisschen helfen? Komm, ich helfe dir mal ein bisschen. Wird mal nicht so sein. Der hackt schon die ganze Zeit auf die Tür ein und kommt nicht richtig voran. So. Dafür hat er das jetzt auch hinter sich. So, kurz nachladen. Kurz Stamina noch ein bisschen. Achso, Stamina ist schon auf Max. Das ist gut. Dann kurz schauen. Was können wir eigentlich alles stacken? Oh, was haben wir hier? Ödlandschätze, Spülbecken, so viele Zombies und so wenig Patronen. Hier ein Trick, den ich gelernt habe, um mehr Blei und Messing aus... Oh, geil. Zack. Geil, geil, geil. Kriegen wir aus Spülbecken jetzt auch noch Messing raus. Sehr, sehr gut. Auch schon was trinken. Stacken können wir. Zerlegen. Essen. Leere Dose lassen wir mal.
Überfuttern können wir uns ja, das ist ja nicht das Problem. Ja gut, wir können uns tatsächlich überfuttern, ne? Wobei ich natürlich denke, so wenn wir die Dosen vielleicht erstmal zu Hause haben, wäre das ja auch nicht verkehrt. Glas können wir wegschmeißen. Wenn wir uns überfuttern, 123 haben wir, wollen wir uns das nochmal... Komm, wir dampfen uns das mal rein, das nutzt ja alles nichts. Ach ja, merke ich dann lieber wieder, dass ich wieder Hunger. Das ist mir lieber. So, zerlegen. Leere Dose. Brauchen das Glas. Leere Dose, zerlegen. Aufräumen. Holz, schmeißen wir weg. So, und ab und in den Keller. Oh, scheiße. Gib mir den Büdel. Los, gib mir den Büdel. Gib mir den Büdel. Und schon sind wir wieder voll. So. Noch was hinter? Yucca Smoothie. Verlegen. Benutzen. Verlegen. Das Problem ist, wir werden gleich die Schätze finden. Und haben dafür eigentlich gar keinen Platz. So, weiter geht's. Moin! Nunilein! So. Kaputt, alle. Kurz nachladen. Können wir hier auch wieder raus irgendwie, sag mal? Ich weiß ja auch nicht. So, die Leine nehmen wir natürlich mit. Ah, sehr schön. Säure das Gebiet. Haben wir auch geschafft. Ja gut, das war ja das andere Haus. Wahrscheinlich ist das ja auch nochmal eine extra Quest. Oder noch so eine andere Aufräumquest. Oh, guck mal, da hinten ist noch was. Guck mal, da. Da will ich hin. Da will der Papi hin, da kommt der Papi nur nicht hoch. Da kommt der Papi nicht hoch, weil der Papi... Ja, warte mal, sonst müssen wir uns mal durchhacken. Oder können wir hier irgendwo hochspringen? Da kommen wir nicht hoch. Schade. Das ist natürlich nicht so schön jetzt. Das ist bitte kein... Oh gut, das geht eigentlich. 1500. Wir müssen uns wahrscheinlich erstmal durchprügeln, wie es aussieht. Vielleicht reicht es so gerade so, dass wir hier vielleicht auf den ersten Block springen können. Aber wie ich schon sagte, das Problem ist ja eigentlich eher gleich, dass wir eigentlich keinen Platz mehr haben. So, siehst du mal, geht auch so. Oh, herrlich. Oh, wieder so viele Sachen hier. Heilige Mutter. Okay, das zerlegen wir. Den könnten wir eigentlich mitnehmen. Ich guck mal eben, ob wir den, das schmeiße ich mal weg, ob wir den brauchen könnten. Ups. Garantiert brauchen. So, den. Da haben wir schon eine Zweitasche drin. Da ist nicht. Da haben wir eine Dreitasche drin. Da haben wir auch eine Dreitasche drin. Da geht, glaube ich, nichts rein. Können wir den noch modden? Nee, ne? Wenn dann. Taschenmod. Nee, das geht nicht. Okay. Das geht leider nicht. Das ist natürlich schade. Achso, vielleicht sollten wir uns mal das T-Shirt wieder anziehen. Das wäre mal ganz praktisch eigentlich. Ja.
Hundermod zerlegen. Mitnehmen. Blutende Wunde zu verursachen. Können wir die modden? Nein. Doch, können wir tatsächlich, oder? Den Helm. Habe ich gar keine Pistolenmunition mehr? Okay. Okay. Hunter-Mod. Hunter-Mod. Schaut's bei dir aus. Du hast, glaube ich, nur zwei Mods, ne? Du hast auch zwei Mods. Du hast eine. Aber du hast eben dafür schon die Hunter-Mod. Also, du hast vielleicht noch verändern. Ich wollte dich verändern. Kommen wir da rein. Abschließen. So, das dahin. Pistolette. Was? Die Huntermod habe ich aber mit, oder? Huntermod hatte. Hunter. Wo ist denn die Huntermod jetzt hin? Was? Ja, die wollte ich auch mitnehmen. So, das einmal verändern. Huntermod rein. So, dann haben wir die gemoddet und haben wir quasi wieder einen Slot mehr, wenn man so will. Ja, gut, nicht alles mitnehmen. Das geht leider nicht. Brauchen wir auch nicht. Dann haben wir Foods, werden wir wahrscheinlich brauchen. Naja, was heißt nicht brauchen? Na, also Essen, ich glaube doch, Essen werde ich die machen. Aber wenn wir immer im Plus sind hier. So, zerlegen. Haben wir schon Futter drin, im Idealfall? Oder nicht, aber wir nehmen die Eier mit. Okay, na gut, das war übersichtlich. Ne? Das war jetzt nicht so der Brüller hier. Gut, die 8-Schuss-Munition sind natürlich schade. Wobei, die können wir noch mitnehmen. 8-Schuss-Munition können wir noch mitnehmen. Und wir haben ja auch noch oben, wenn das nicht jetzt schon weggebackt ist. Das kann natürlich sein. Da gucken wir gleich mal. Na, wehe das. Na, toll. Das war ja klar. Gehen wir hier durch. So, machen wir das halt so. Gehen wir halt hier durch. So, da haben wir das. Oh, so ein Billardtisch hätte ich auch gern zu Hause, ne? Oh, hätte ich da Bock drauf. Aber es ist mir leider nicht vergönnt. So, wollte ich jetzt noch gucken. Ich wollte, glaube ich, hier war... Ich glaube, das ist schon weg. Ich glaube, hier war noch so ein Rucksack mit Munition, was noch liegen geblieben war. Aber die ist, glaube ich, schon weggebackt. Die ist, glaube ich, schon weg. Oder hier vorne war die drin. Ich weiß jetzt nicht. In irgendeinem Zwischenraum war die, glaube ich, drin. Nix. Gut, ich glaube, wir haben das Gebäude erstmal soweit geklärt. Dann lass uns mal raus. Ab zum Händler. Krams loswerden. Beziehungsweise Quest einlösen. Und dann haben wir ja auch mittlerweile ja auch schon wieder einen Levelaufstieg gehabt. Das heißt, wir können uns die Werkbank freischalten. Geil. Feine Sache. So, können wir noch irgendwas? Ich meine, wir könnten... Da bin ich fast am Überlegen, ob ich den verkaufe. Da kriegen wir erstmal ein bisschen Geld für. Das können wir auch nochmal zerlegen. Das können wir nochmal ein bisschen zerlegen. Kriegen wir auch ein bisschen Messing raus. Nee. Ein bisschen Geld können wir noch verkaufen. Altes Geld. Da müssen wir hin. Ja, wie ich schon sagte, ne? Wenn du erstmal irgendwo unterwegs bist, dann lootest du hier noch, lootest du da noch. Das ist immer so das Dilemma dabei, vor allem bei mir gerade. Ah nee, das kann ich nicht einfach so stehen lassen. Das muss gelootet werden, da müssen Zombies sterben. Es ist immer das gleiche Dilemma. Ah, okay. Ja, das ist natürlich schade, ne? Guck mal, gut, das können wir noch tatsächlich noch mitnehmen. Das können wir gleich verkaufen, wir sind ja fast da. Wir verkaufen gleich mal ein, zwei Rezepte. Mal sehen, wenn wir irgendwann wieder hier sind. Und das wird ja nahe Zukunft sein, weil wenn wir nachher das Minibike haben...
Wenn wir das Minibike haben. Ja, toll, du hüpfst rüber. Du bist aber auch ein dreckiges Vieh, du ehrlich. Was ist denn jetzt? Asilein. Er hüpft einfach so rüber. Flupp. Kurz vorm Zaun, zack. Hüpft er rüber. Der kleine Sack. Ups, das war ja mal gar nichts. Sag mal. Oh. Gleich Headshot tot. Okay, gut. Ja, es sind halt diese Lucky Shots, ne? Die müssen einfach auch mal sein. Ja, muss mal sein. Schön lecker Lucky Shot. Ja, es wird noch ein langer Heimweg werden, ne? Über einen Kilometer nach Hause laufen mit wenig Stamina. Gut, Stamina geht eigentlich momentan, weil wir ja ganz gut gefuttert haben. Aber trotzdem voll beladen. Maximum. Aber das ändert sich ja nun. Wir können jetzt nur das Minibike herstellen. Wir brauchen jetzt allerdings nur noch eine Werkbank. Die Werkbank können wir jetzt auch wieder bauen. Also könnten wir gleich. Na, werden wir mal schauen. Wir haben einen Punkt. Und Mechaniker, das heißt, wir müssten... Nee, fortgeschrittener Ingenieur, das heißt Tüftler. Wir können fertige Arbeitsstationen und Zementmischer sowie Gegenstände, die du damit fertigst. Ja, geil. Das heißt, wir können eine Werkbank bauen, wir können Mischer bauen. Alles bei uns zu Hause. Geil, geil, geil. Es geht voran. Endlich eine Werkbank. Das werde ich, glaube ich, alles mal über Nacht bauen. Das schon mal über Nacht vorbereiten zumindest. We sell only the best merchandise. Best Merchandise. Eine AK. Na gut, warte mal, weißt du was? Ja, wir müssen die. Wir müssen was wegschmeißen. Was schmeißen wir denn mal weg? Der Jucker, machen wir Juckersamen weg? Ein Jucker ist natürlich cool, aber. Hätte ich das gewusst, habe ich erst was verkauft. Also das Stoff schmeißen wir weg. Die AK, die würde ich schon ganz gerne nehmen. Kann nämlich mit. So, verkaufen. Ich verkaufe dir mal ein bisschen Geld. Und ich glaube, ich werde dir auch den Robotikhammer verkaufen, oder? Kaufe ich dir jetzt noch den Robotikhammer oder nicht? Verkaufe ich noch, verkaufe ich nicht? Ich weiß jetzt nicht, wir hatten ja noch mal einen zweiten, welcher Qualität der gewesen ist. Wobei ich den auch, glaube ich, nicht so wirklich nutzen werde. Naja, gut. Irgendwie müssen wir uns das ja schön reden. Komm, wir verkaufen den, was soll's. Dann haben wir sonst Pech gehabt. Oder wir finden vielleicht wieder neu in der Vergangenheit, genau, in der Zukunft. Das passt dann schon irgendwie. Irgendwie kriegen wir das gebacken. Eine Mod. Wollen wir die auch verkaufen? Kostet 50. Na, vor allem, weil es ein Zweier-Mod ist. Ne? Vielleicht gehen wir eher auf Dreier-Mod. Und brauchen tue ich sie ja momentan eh nicht. Okay, komm, verkaufen, was soll's. So. Wie gesagt, irgendwie müssen wir uns das schön reden, den ganzen guten Stuff loszuwerden hier. Okay. Was haben wir hier dann noch? Wir haben den Totengräber-Mod. Mehr Schaden gegen Erde. Auch nicht verkehrt. Weißt du was, die nehme ich mir mal mit. Aber die Frage ist noch, ob ich die nicht sogar zu Hause habe. Weiß ich gerade nicht. Verbesserte Fittings-Mods. Das ist klar. Hat er noch was bei Secret Stash, was interessantes? Bauplan Machete, ja. Da war ich mir noch nicht so ganz im Klaren. Vor allem weiß ich nicht, ob ich die Machete, ob ich die nutzen werde. You know what I mean? Oh, eine 4er AK hat er sogar. Oh, warte mal, die kostet 4,9. Was will er für die AK haben hier? 344, Gottes Willen. Eine 4er AK wäre natürlich schon geil, ne? Mit doppelläufige Schrotflinte. Schade, dass er keine normale Schrotflinte hat. Das wäre geil gewesen. 4,9. Kaufen wir uns die. Weißt du was, wir kaufen uns die 4er AK. Und verkaufen ihm die wiederum. So. Kriegen wir zwar nicht so viel Geld raus, zwar nur 344, aber wir hätten einen 4er AK. Und ich weiß nicht, welche wir zu Hause haben, aber wir haben zumindest jetzt einen 4er AK. Das ist schon mal nice. Oder wir verkaufen den ganz... Ja gut, was heißt 17 Dollar, ne? Hätten wir da jetzt mal ein Repair-Kit oder so, wäre das natürlich super gewesen. 7.900. Großvaters Vergiss-Elixier. So wirksam, dass du wahrscheinlich vergessen wirst, wer du bist. Es ersetzt deine Fähigkeitspunkte zurück, okay?
Bin echt überlegen mit einem Machete-Bauplan. Ach, weißt du was, den kaufen wir einfach. Weißt du was, ist doch egal. Kaufen wir den Kram halt. Na? Geld können wir sonst nachher wieder ordentlich so schon generieren. Das machen wir so schon. Obliged, Stranger. Ja, Stranger. Kommen wir hier ran? Kommen wir. Geil. Oh, was haben wir hier denn? Durch das Lesen des Bauplans kannst du lernen, wie dieser Gegenstand, Auslöser, Feuerstoßmod. Ja, gut, ob wir die brauchen, ist eine andere Sache. Wo war jetzt die andere Mod? Die war hier. Das hat gleich benutzen. Dann haben wir nämlich gleich einen Slot mehr. Gut. Geil. Sehr schön. Hat doch ordentlich was gebracht am heutigen Tage. Das geht schon wieder. Schon wieder Krieg draußen. Moin. Schon wieder eine Wanderhorde? Das hört sich so an, als wenn das ein paar mehr Zombies sind. So, gute Nacht. Ach, schon mit dem ersten Schlag gleich kaputt gemacht. Oh, guck mal, was ist das denn? Was für eine leckere Tür, guck mal. Okay, hier müssen wir auf jeden Fall nochmal vorbeischauen. Leckere Stahltür. Naja, gut, wir müssen in die Richtung. Ich würde mal sagen, auch wenn wir gerade erst bei, in Anführungszeichen, nur bei 21 Minuten sind. Was ist das hier für ein Laden? Das ist ganz schön interessant. Open. Oder ist das... Ne, das könnt ihr nicht mit zum Händler, ne? Interessant. Gucken wir uns nochmal an. In einer der nächsten Folgen irgendwann irgendwie. Wir wissen auf jeden Fall beim Händler. Da müssen wir nochmal ein bisschen gucken gehen. Okay. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Vorbeischauen. Ich werde erstmal ein kleines Päuschen machen. Ich laufe jetzt erstmal straight nach Hause. Vielleicht kill ich mal den einen Zombie zwischendurch. Aber ich werde jetzt mal nach Hause laufen, mich ausmüllen und dann werde ich nämlich dann schon mal vorbereiten, dass wir einen Mischer bauen können, dass wir die Werkbank bauen können und so ein Krams. Und dann werden wir sicherlich... Achso, und dann natürlich Minibike. Och, das haben wir so viele Dinge zu tun. Guck mal hier, was ist hier noch drin? Oh, hier ist noch eine Munitionskiste drin. Ja, ich weiß. Sagt es nicht, denkt es nicht. Ich weiß. So. Oh, was haben wir hier? Schrotflintenteile, sehr gut. Das nehmen wir mit. Und eine Dreier-Mod. Gucken wir uns auch mal an, ob wir irgendwo noch eine Zweier-Mod drin haben. Der Loot wird schon ein ganzes Stück besser. Da haben wir eine Dreier-Mod drin. Da gar keine Mod, da eine Zweier. Da haben wir... Oh, warte mal, hier können wir noch. Oh. Nein. Scheiße, guck mal, dann hätten wir die Zweier-Mod noch nutzen können. Wohin? Oder hatten wir die? Ah, die hatten wir ihm verkauft, ne? Na gut, okay. Ja, gut. Okay. So, da haben wir eine Dreier-Mod jetzt drin. Da haben wir eine Dreier-Mod, da eine Zweier. Und da haben wir auch nochmal eine Dreier-Mod drin. Okay, sehr schön. Okay. Gut, aber jetzt vielen Dank, dass ihr reingeschaut habt. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wir werden, wie schon sagte, die Werkbank vorbereiten, den Mischer vorbereiten, so Gott will. Und das Minibike, sofern das alles so passt. Mal gucken, was wir in der nächsten Folge... Ansonsten das, was wir in der nächsten Folge noch alles so an Material brauchen für den ganzen Krams, den ich gerade erzählt habe, ne, organisieren wir uns dann in der nächsten Folge. Also, macht es gut, haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss!